Hallo und herzlich willkommen, Leute, hier zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute nochmal ein Blue Brick Set. Und das ist nämlich der Flakbunker, beziehungsweise der Bunker mit Flakstellung war es, glaube ich. So war die Bezeichnung auf der Seite. Ja, jedenfalls habe ich mit dem bestellt und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr cooles Set. Und zwar liegt das daran, dass dieses Flakgeschütz mir sehr zusagt. Das lässt sich einfach drehen. Hat sehr coole Details, wie ich finde. Man sieht auch hier das Zielvisier vom Flak. Sehr, sehr schönes Design. Man sieht auch die Befestigung. Auch sehr schön dargestellt. Hier ist noch der Sitzplatz. Hier kann dann die Minifigur das Flakgeschütz bedienen. Sehr, sehr cool umgesetzt. Dieser Bereich hier ist auch schön gebaut, mit den vor allem mit den glatten Teilen hier oben. Das sorgt halt für so ein cleanes, schönes Design. Und dass dieser Bunker noch nicht angegriffen wurde. Aber ich würde sagen, dieser Bunker sieht etwas alt aus, weil wir haben wieder klar zu erkennende Farbabweichungen im Grau. Was ich jetzt bei einem Bunker nicht schlimm finde, aber bei anderen Sets, bei, wenn ich jetzt überlege, moderne Häuser oder sowas, da wird mich das schon stören. Bei einem Bunker finde ich das super, dass der ein bisschen dreckig ist und so. Dann können da auch ruhig ein paar Farbabweichungen im Grau drin sein. Das ist dann halt so. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Außerdem ist das Set auch, ja, hat einen fairen Preis, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind da bei 26 Euro oder sowas. Genau. Kommen wir mal zur coolen Seite hier. Und zwar sieht man hier diese nett angedeuteten Treppenstufen zur Flakstellung. Die finde ich ganz cool. Hier ist auch so ein bisschen Kleinkram noch drumherum, dass das so hier im Grünen steht, in der Pflanze und diesen paar grünen Steinchen. Ziemlich, ziemlich nett und cool gemacht. Dann haben wir hier den Eingang zum Bunker. Bisschen dunkel jetzt, aber wir können ja dank dem tollen Design das ganze Dach hier einfach abnehmen. Finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Dann können wir nämlich jetzt auch mal einen Blick hier rein bekommen. Und zwar haben wir hier scheinbar so eine Art Funkgerät, würde ich behaupten. Das soll wohl in jedem Bunker sein. Hier haben wir auch noch so ganz leicht angedeutete Treppenstufen, die führen hier nach oben. Und da ist dann auch dieses Loch hier. Das heißt, man kann sich dort draufstellen, so dass man hier oben aus dem Bunker rausguckt. Das ist wahrscheinlich irgendwie vorteilhaft. Genau. Ich habe jetzt auch wieder eine Figur hier. Blue Bricks gibt ja grundsätzlich bei den eigenen Sets keine Figuren mehr dazu. Das heißt, wir können aber mal testen, wie das aussieht, wenn man hier oben zum Beispiel steht. Ich glaube, ich muss das Gewehr abmachen. Ist jetzt auch natürlich kein deutscher Soldat, aber es geht ja auch nur um den Vorführeffekt der Größenverhältnisse. So, das heißt, der Dude kann hier oben rausschauen aus dem Bunker. Kann aber natürlich auch aus diesem Schießschacht hier rausgucken. Ich muss den mal gerade dort irgendwie drin befestigen. Ich sehe hier gerade ganz schlecht und es ist auch nicht so gut erreichbar, muss ich sagen. Also vielleicht bespielbar, ja, aber für Stop-Motion könnte das ein Problem werden, wenn man hier drinnen jemanden bewegen möchte. Aber wie man sehen kann oder auch nicht sehen kann, na, wird schwierig. Ist ein bisschen Schatten dabei. Doch, da kann man ihn sehen. Also es ist genau auf der richtigen Höhe. Ich schalte mal noch eine Zusatzlampe dazu. Da, jetzt sehen wir ihn. Also da aus diesem Schacht kann er rausschauen. Das ist halt genau die richtige Höhe. Finde ich, ist gut gemacht. Hier kann man jetzt natürlich dann auch noch ein Gewehr rausschauen lassen. Dann ist es noch authentischer, aber ich habe jetzt gerade das Gewehr weggelegt.
Nochmal zur Präsentation kann ich natürlich hier auch mal einen aufs Flakgeschütz draufsetzen. So, und dann seht ihr auch die Größenverhältnisse. Die, würde ich sagen, passen wunderbar. Also, super schönes Set für Diorama, für Stop-Motion. Ich denke auch zum Spielen. Auch allein schon, weil man hier das Dach einfach abnehmen kann. Es ist ein bisschen klein und eng in dem Hauptbunker. Das heißt, für Stop-Motion vielleicht was schwierig, aber definitiv gut zum Bespielen und sieht auch einfach gut aus für Hintergrund oder für ein Diorama. Hier kann man überall Soldaten hinstellen, die Größen passen wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Steinequalität ist auch top, alles hält wie es soll. Ich glaube, hier war nur eins sehr locker. Ja, alle anderen sitzen hier ganz gut drin, aber das hier kann man einfach nicht befestigen. Und das liegt dann in dem Fall nicht an der Stange selbst, sondern hier an diesem Kamera-Ding. Also das sind diese Steine, die so aussehen wie eine Kamera, die auch für eine Kamera immer verwendet werden. Und da scheint die Fassung einfach etwas, ja, mangelhaft zu sein, weil hier hält es nicht drin. Gott sei Dank ist ja nichts, was overhead hängt, also da es eh nach oben gerichtet ist, kein Problem. Wir können auch meines Wissens das hier neigen. Ja, wir können das Geschütz auch gerade stellen. Aber man muss natürlich sagen, geneigt sieht es am besten aus und es ist ja auch immerhin ein Flakgeschütz, also warum soll es nach unten schauen? Genau, also alles wunderbar. Da kann ich drüber hinwegsehen jetzt, dass dieser eine Stein hier ein bisschen verkehrt ist. Im Zweifel kann ich da auch noch ein Ersatzteil dran bauen. Das habe ich auch noch eins rumliegen. Dann ist das auch hier ganz fest und kann nicht abfallen. Genau. Ja. Steht super da. Schönes Modell. Anleitung wieder per PDF verfügbar, also keine gedruckten, wie das bei Bluebricks so üblich ist. Ich habe nichts großartig zu bemängeln. Ich komme gut damit klar, mit den leichten Farbveränderungen. Bei anderen Modellen würde es mich vielleicht stören, aber genau bei diesem Bunker nicht. Ja, und Steinequalität mangelt es nur an diesem einen Teil und da kann ich drüber hinwegsehen. Ich denke mal, von Lego würde ich für so einen Bunker enorm viel Kohle dalassen. Und deswegen bin ich damit sehr zufrieden, dass ich unter 30 Euro bezahlt habe. Ich kann mir gut vorstellen, so ein Modell von aus Lego-Teilen, von Custom Bricks zum Beispiel, würde gut an die 80 bis 100 Euro kosten oder mehr. Und deswegen ist das hier Meckern auf hohem Niveau, da man ja so wenig dafür ausgibt. Ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung noch dazu sagen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann mal zum Vergleich noch so ein 1:35 M5 Stuart daneben stellen. Ja, da könnt ihr mir mal sagen, ob ihr meint, dass das Größenverhältnis irgendwie passt, gerechtfertigt ist. Ich denke schon. Ich denke, es passt. Ein Video zum M5 Stuart kann ich auch verlinken, wenn ihr den cool findet. Habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ist sogar mein erstes Video gewesen, glaube ich. Ja. So, aber das war's dann auch heute mit diesem Video. Und wie gesagt, lasst eure Meinung in den Kommentaren aus. Ich antworte auf jeden Fall und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.